herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselmap. So, wir sind schon wieder zurück. Schon wieder zwei Tage um. Und wir werden heute. Natürlich müssen wir die Jungsblicken nach unten sehen. Wir werden heute die Strohballen pressen. Und dann müssen wir auf jeden Fall das eine Feld hier pflügen. Ich weiß gar nicht, ob ich beide pflügen muss. Ich gucke mal gerade nach. Ne, nur die 37 muss mitfliegen. Also doch nicht so viel Arbeit, wie gedacht. Wobei ich gerade im Überlegen bin, ob ich hier schon den Helfer anstelle dann. Dass der Helfer für mich pflügt. Aber nee, geht ja gar nicht. Weil die Ballen liegen ja dann im Weg. Also kann man das eigentlich vergessen. Also müssen wir die Felder nacheinander bearbeiten. Eigentlich ein bisschen schade. Aber ich vielleicht, wenn ich das eine Feld fertig habe, dann könnte ich da einen Helfer drüber schicken und die Ballen aufgesammelt haben. Das könnte funktionieren. Wobei mir gerade einfällt, ich habe die Dolly nicht mitgenommen. Etwas suboptimal, dann brauchen wir einen LKW. So, bisschen höheres Tempo. Ist ja langweilig, wenn wir langsam am Basen. Außerdem möchte ich mich recht herzlich bei allen, die meine Folgen schauen, mal bedanken im Vorfeld, bevor eine Folge fertig ist. Und euch bitten, wenn euch die Folgen gefallen, einfach ein Like, Abo oder Kommentar dazu lassen, dass ich das auch eine Rückmeldung kriege. Wäre vom Vorteil, dann kann ich mir das nämlich besser zurechtlegen, was ihr denn wirklich sehen wollt. Das war super optimal. Ich muss immer noch sagen, dass die Baselmap hier relativ gut ankommt. Minecraft City geht eigentlich so, muss ich sagen. Aber ich glaube, das liegt allgemein an der Depression von Minecraft. Dass Minecraft im Moment schwer läuft. Aber das stellen, glaube ich, auch größere und andere YouTuber fest. Was so ein bisschen an der ganzen Fortnite-Geschichte und sonst irgendwas hängen mag. Da habe ich aber nicht gut gearbeitet. Dass gerade viele einfach das streamen und aufnehmen und keine Ahnung. Einfach das falsche Spiel ist sozusagen Minecraft. Wobei ich sagen muss, Farming-Simulator freut mich, dass es euch allen noch gefällt. Wenn ihr mal eine neue Karte sehen wollt, die ich zocke, dann schreibt mir einfach mal einen Vorschlag in die Kommentare. Bin ich offen. Und dann werde ich mal einfach was ausprobieren. Ich könnte auch noch ein paar Mods reinschreiben, die vielleicht für diese Karte dann nice sind. Kann ich ja gerne gemoddet spielen. Weil ich immer wieder überlege, ob ich nicht eine Karte starten soll mit so einem Oldschool-Pack. Also ich so klassische Farming-Fahrzeuge drauf habe. Das ist so eine Überlegung von mir. Weiß ich aber noch nicht. Wenn ihr da auch Ideen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder habt ihr vielleicht einen Server, dann, wo ich mitzocken kann und aufnehmen kann? Dann auch einfach in die Kommentare. Natürlich bekommt euer Server dann auch eine Promo. Das heißt, der wird natürlich auch gebührend erwähnt. So ist es ja nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Ball hier auf die Seite drücken. Der liegt nämlich ein bisschen ungeschickt. Und wir schieben ihn einfach weg. Auch gut. Ich habe das Gewicht gar nicht runter. Ich wollte es nach B muss ich, V muss ich tun. Schieb ab. Schieb ab, Junge. Gut. So. Ich habe hier ein neues System ausprobiert bei der Ente, aber mal immer aus und rum zu sein. Muss ich sagen, das ist nicht so gut. Ich bin
her ist besser, zumindest auch danach, zum Beispiel um Ballen zu pressen. Jetzt kommt der Ballen. Dann können wir das noch besser wegschieben. Ja, der bleibt liegen. Auch gut, egal. Wie gesagt, das System war ein Versuch. Auch das war schon übrigens gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Ihr seht ja, ich muss kreuz und quer über die doofe Map fahren. Wenn ich rein links rechts gemacht hätte, wäre das angenehmer. Nicht gereicht. Das ist auch so ein Punkt, da brauchst du halt viel Zeit, um die kleinen Fuchseldinger dann wegzureden, wenn man so pedantisch ist wie ich. Zumindest hier jetzt. Aber da euch das hoffentlich nicht zu arg langweilen soll, werde ich jetzt mal in eine Timelapse wechseln und wir sehen uns später wieder. Bis gleich. Mit dem Ballenpressen sind wir fertig. Ging relativ bequem, zumindest dieses Feld hier. Das andere hatte ich ja schon angesprochen, das war ein bisschen nervig, da immer vor und zurück zu fahren. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich glaube, in der Mitte ist Heu. Stroh. Komm mal gucken. Hier ist Heu. Und ist hier Stroh. Das heißt, wir müssen die Mitte müssen wir frei machen, damit da das Stroh auch hin kann. Und dann darum pflanzen wir die Ballenpresse einfach mal hier ganz ins Eck. Dann müssen wir den Tatra holen, damit wir hier den Auflieger anhängen können und die Ballen verladen. In der Zwischenzeit ist vielleicht auch irgendwie die Preise gestiegen. Ja, sind sie schon, aber noch nicht zu meiner Zufriedenheit. 3000 zwar für Soja, 210.000, damit könnten wir unseren Kredit ablösen. Ungefähr. Was mir viel mehr Sorgen bereitet, ist, dass wir hier wahrscheinlich noch eine Unterstellmöglichkeit brauchen für unsere Fahrzeuge. Weil wenn die Ballen hier voll sind, haben wir keinen Platz mehr. Deshalb müssen wir das im Auge behalten und uns dann zu gegebenen Zeit eben noch eine Halle kaufen. Na, warte mal, kann ich die Amazonen da hinten dran hängen? Ich glaube nicht. Falsche Kupplung. Da haben wir Pech gehabt. Müssen wir mal mit dem Traktor herkommen. Aber nicht jetzt. Vielleicht wollen wir die auch einfach so zwischen den Folgen irgendwie. Ups. Da war eine Senke, hey. Die hat aber kurz mal gestoppt. Ja, wie gesagt. Amazonen müssen wir dann irgendwann holen. Wäre eigentlich gut gewesen, wenn wir den Fast Track dafür genommen hätten. Wenn auch jetzt die Dolly mitfinden. Naja, egal. Brauchen wir im Moment nicht. Wir brauchen nur den Tatra und den Ballenladewagen. Das heißt den Flatbed-Anhänger.
mit der URL-Option. Könnt ihr ja einstellen, wenn ihr das. Ups. In England oder was? Auf die richtige Spur war. Wenn ihr das Custom Road Train Pack drauf habt, könnt ihr da ja die Anhänger, die ich gleich. Den Anhänger, wie ich ihn habe, euch konfigurieren. Dann ist nämlich das Ballenaufladen überhaupt kein Problem. Sie immer hier drüber laufen müssen, wenn ich hier abbiegen will. So, ups, nein, das war etwas ungeschickt, das Werk hier jetzt umzudrehen. Aber wir kriegen das schon noch gebacken. So, und los. Mit X aktivieren wir das Aufladen. Oh, halt falsch. Okay, Z. X, Y, Z. X. Y. B, B. Ja, Moment. Wir müssen einstellen, was wir laden wollen. Y. Timber Quaderballen. So, und dann X. So, jetzt passt's. Jetzt transportiert belädt er hier ordentlich. So, eigentlich wollte ich ja das andere Feld erstmal machen. Machen wir das mal. Und dann nämlich eine Hilfe mit einem Flug stoppen. Flug habe ich ja schon hergebracht. Sehr weiße. Too fast. Weil müssen wir ja bloß dieses Feld fliegen. Ich war der Meinung, ich müsste beide fliegen. Wäre ja unnötig. Aber der hier kann, ich weiß gar nicht. 2, 5, 5. Das sind 30 Ballen, kann der hier transportieren. Und eben mit der Autoload-Funktion muss man dafür nicht mal was tun, außer an den Ballen mal die vorbeifahren. Sehr praktisch. Voll. So schnell geht es. Und dann fahren wir hier an unserer Ladestation an. Da müssen wir aber vorher noch hin. Wir müssen noch das Mehrwerk wegstellen. Oh, jetzt zu doof zum Fahren oder was? Das reicht nicht. Muss man genauer hinfahren. Ich guck mal, ich komme hier raus und bleibe mit dem Ballen hin. Wobei ich denke, ich hier einfach mal die Maschine abstelle und den Träger hier zu den Rollballen reinlege. Stelle. Natürlich nicht legen. So, und dann können wir hier mit Taste B eine Upload-Seite festlegen. Und der Upload muss nicht innerhalb von den Feldern hier sein, sondern hinter die Felder. Können wir eigentlich mit Z abladen und wir sind zum neuen Traum. Und wir hätten noch weiter reinladen müssen. Und dann sind hier schon die Ballen drin. So schnell und so gut geht es. Wir nehmen jetzt kurz den Valtra. Habe ich mich schon wieder vergessen. Der hat wenigstens auch nicht Leistung. Ich glaube, unser leistungsstärkster Traktor. Hoffe ich mal. 400 PS. Ah, das ist der kleine. Deshalb war der so überfordert mit dem Flug, als ich den hier gebracht habe. Also, was ist denn los hier? Und da
kommen da hoch an diese Ecke und da fangen wir an. Oder wir machen hier schon mal eine Reihe. Hab ich aufgeklickt? Ja, hat es. Ich habe letztens übrigens ein Video gesehen, da gibt es sogar Wettpflügen. Krasse Sache. Habe ich so gar nicht gewusst. So, wir machen hier einfach mal ein, zwei Spuren, damit der Pflug nachher auch mit dem Helfer gut drehen kann. Sonst zickt er nämlich die ganze Zeit rum. Nur nicht zu viel übers Nachbarsfeld fahren. Das wird dann am Ende noch böse auf uns. Schauen wir noch einmal in die andere Richtung und dann stoppen wir noch hinten. Und auf der ein bisschen arbeiten. Während wir die restlichen Ballen verladen und aufräumen. Ich bin fast in die Schafheide reingekommen. Ich muss so machen. Das habe ich hässlich gemacht. Das sollte aber dann auch reichen, damit der Helfer selber drehen kann. Um nicht die ganze Zeit da rechts an den Bäumen hängen zu bleiben. Müssen wir halt doch noch mal fahren. Oh. Nee, wir starten hier jetzt den Helfer. Zack. Der macht das auch nicht ordentlich. Während wir uns weiter um die Beine kümmern. Ups. Vielleicht ist nämlich alles schneller, bis der hier gepflügt. Oh, ist denn der krumm? Das Feld ist krumm. Nein! Das ist so ein bisschen der Nachteil hier an dieser Map. Oder der Realismus eigentlich eher. Felder hier sind nicht alle gerade. Wenn man kreuz und quer fällt, das ist einfach nur krumm. Aber wie gesagt, das macht es realistisch. Ne? Wenn wir draußen hinkommen. In einem kaum Feld, was rechtwinklig und gerade ist. Wenn man gut fährt, dann kann man damit viel Spaß haben. Aber wenn man ein bisschen verpeilt ist, muss man viel unnötig rangieren. Also jetzt wird durch ein Objekt behindert. Ja klar, ein Baum wahrscheinlich. Ne? Aber wenn das jetzt alles so mit Bäumen ist, dann kann ich aber ab. Machen, dass es so sein wird. Ich habe mir das so schön ausgemalt. Diesmal fahren wir da einfach richtig drauf. Und dann verschwindet auch gleich alles. Ich guck mal nach. Das ist viel zu weit gefahren. Kollege, wo bist du denn hin? Fährt er hier in die Hecke? Wir halt auch mal ein bisschen den Rand ziehen. Damit er da nicht die ganze Zeit reinfährt. Dann sollte es vielleicht zum Wenden reichen. Viel hat ja eigentlich nicht gefehlt.
ist, dass es so durchkommt. Wir fangen natürlich hier an. Wir machen hier weiter. Und dann haben wir hier schon mal eine geschlossen. Quatsch, H muss ich drücken. Ah. Hier will ich mich verarschen. So, ich hoffe mal, er schafft das Feld nahtlos zu pflügen. Und jetzt müssen wir nachher nochmal drüber arbeiten. Sehr unnötige Arbeit für uns. Das sieht im Moment gut aus. So, wir kümmern uns eben aber weiter um die Ballen. Wir sollten sie eigentlich gar nicht mehr sein. Vier Stück. Ja, nicht B. Ja, X. Wir müssen mal gucken. So, das war's nämlich schon. Nein. Fresh. X aus, B drücken. Und Z für abladen und dann ist alles gut. Und fast schon voll das Lager. Sehr praktisch und ordentlich. Was wir auch machen können, ist nur ein bisschen Hackschnitzel verkaufen. Da hinten haben wir noch einen ganzen Haufen liegen. Da ist die Tür nicht wieder aufgehoben. Das war nicht so toll. So sieht besser aus. Guck den noch mal aus. Brauchen wir jetzt ja nicht. Und dann gehen wir mal ein bisschen Hackschnitzel verkaufen. Und den müssen wir natürlich auch anschalten. Die Maschine pflügt ja. Oh, ein bisschen Hackgeschütz. Genau, das stimmt. Das Futter hier muss man rauskippen. Das ist nämlich nichts. Der Wendekreis ist zu krass von dem Teil hier. Wegen irgendwas wollte ich die Hackschütze hier auch so was so wegnehmen. Schaufeln wir hier reinkriegen. Nicht so viele. Unser Helfer bearbeitet ja unser zu pflügendes Feld. Da hinten irgendwo. Bisher hat er auch nicht gemeckert, dass er irgendwie wieder blockiert wird. Ich hoffe, das bleibt so. Ups. Problem ist natürlich, wir kriegen hier pro Ladung, die wir entladen, immer weniger Geld. Wäre geschickter, wenn wir hier in die großen Aufträge kommen. Mit den extra holen, dazu habe ich auch keine Lust. Ja, ein bisschen weniger Geld. Und unser Helfer ist auch fertig. Zumindest was er fertig nennt. Sieht immer so schrecklich aus bei dem.
Aber naja, da müssen wir jetzt noch kurz nacharbeiten. Das kann ich aber dann auf Screen machen. Und dann werde ich noch alles Equipment herstellen, damit wir nächstes Mal. Damit wir nächstes Mal gleich mit der Saat beginnen können. Jetzt habe ich einen Helfer wieder eingestellt, das wollte ich gar nicht. Damit wir eben nächstes Mal mit der Saat. Nein! G wollte ich drücken. Damit wir nächstes Mal mit der Saat beginnen können. Ich weiß noch nicht, ob ich hier dann auch gleich Gerste noch machen darf. Oder ob wir hier schon was Neues anbauen sollen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ich am besten anbauen soll. Ich zeige euch gleich noch einen Moment. Ich zeige euch jetzt nochmal die Preise und dann könnt ihr entscheiden, was soll ich anbauen. Soll ich vielleicht auch Mais anbauen oder so? Oder eher Raps, weil der Preis nach unten ist? Oder soll ich schon wieder Soja anbauen, weil der Preis zwischendrin hinten wieder steigen wird? Gebt mir einfach einen Tipp und schreibt es in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselweb. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, like, Abo oder Kommentar. Ich sollte auch natürlich den Flug wieder machen. Und ciao. Bis dahin.